Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Komplettwort und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es ist soweit, wir bekommen unseren BMW M4 in den nächsten Tagen. Wir haben einen Anruf bekommen vom Procar Hagen und BMW Procar Hagen und ja, es ist soweit. Das Baby kommt. Jetzt müssen wir uns endgültig auf die Version einigen, welche wir bauen. Ja? Ich habe noch ein bisschen dran gearbeitet, oder wir haben noch dran gearbeitet und noch ein paar Versionen gemacht, weil das, was wir gemacht haben letztes Jahr in einem Video, war nur so das grobe Design, was und wie wir uns das vorstellen. Jetzt aber ist es soweit und wir werden das bauen und jetzt müssen wir es perfektionieren mit euch zusammen. Es wäre super, wenn ihr hier vielleicht in den Kommentaren schreibt, welche Version euch am besten gefallen hat. Ja? Ich könnte bei Instagram alle Versionen hintereinander in Story packen und dann wird abgestimmt quasi auch. Dann wissen wir auch da, wer... Genau. Also, ich mache das auch. Ja. Ich werde das bei Priol sein und bei mir selber, unter Andreas Welzek, werde ich dann in Story alles packen, durchnummeriert und dann dürft ihr mitentscheiden. Ja? Wir haben unseren M4 genauso bestellt, ja, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Ja. So sieht es aus. Check. Und zwar in diesem Quietsch gelb-grün. Komische Farbe. Sehr schöne Farbe, aber sehr komisch. Ja. Also sehr außergewöhnlich. Würde ich normalerweise nicht so bestellen, wenn ich den Live nicht gesehen hätte. Ich freue mich auf das Projekt. Ja. Also viele haben auch geschrieben bei dem letzten Video, kann man das kaufen? Leute, das kann man nicht kaufen, weil bis jetzt, laut meiner Information, hat niemand auf dem Planeten einen BMW M4, außer BMW selber. Und von dem kriegen wir das Auto nicht. Ne? Deswegen ja, hat niemand ein Bodykit für das Auto. Es gibt viele Konzepte, aber es kann nur was gebaut werden, wenn das Auto auch da ist, weil wir können nicht laut Foto ein ganzes Auto bauen oder eine Stoßstange, die auch nachher, am Ende des Tages passgenau ist. Ne? So sieht es aus. Warum haben wir erstmal nur die Front in Angriff genommen? Ich finde die Haube, BMW, Respekt, bombastisch. Frontkotflügel, super. Schweller, top. Seitenteil hinten, top. Diffusor, Stoßstange, hinten, Spiegel, Dach, alles top. Das Auto ist wirklich sehr, 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 sehr gelungen. Viele meckern, aber ich finde das persönliche Auto ist sehr gelungen. Ja. Und nur die Front ist ein bisschen, vielleicht muss man sich erstmal dran gewöhnen, an dieser Front. Aber ich möchte mich nicht dran gewöhnen. Ich möchte eine eigene Front bauen. Und zwar, ich habe ein bisschen hier an einem super Schreibtisch. So, und zwar, jetzt legen wir los, meine Damen und Herren, festhalten. Das wäre so auch eine Front möglich. Ja, ich finde das geil. Sehr geil. Wir haben hier auf dem Bild vorne eine Rotiformwelge drauf gemacht. Hinten ist noch das Original. Wir haben das extra gemacht, damit wir das gut sehen können, den Unterschied. Ja, ja. Lassen wir es ein bisschen einwirken, die Front. Fährt. Aber es kommt noch besser, versprochen. Und zwar, das sind die originalen Schweller. Dazu haben wir so ein kleines Schweller-Schwert gebaut. Eine Frontlippe. Und die Stoßstange etwas anders wie in dem ersten Projekt. Also das wäre die Nummer 1. Ja? Schaut euch das an. Ich finde das Auto so sexy, ne? Oder Scheiß. Ich freue mich. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so wirklich... Doch, auf dem Ferrari habe ich mich gefreut. Aber das ist, glaube ich, das zweite Auto, wo ich mich so freue, wenn das kommt. Weil ich habe das schon live gesehen. Deswegen... Freue ich mich wie ein kleines Kind. Auf jeden Fall, das wird die Front Number One. Wir haben hier ein bisschen von dem ja, M-Competition ein bisschen übernommen. Ähnlich übernommen. Ja, hier so Luftanlässe und so weiter. Hier so Luftführungen. Man muss immer gucken,
wie wir das am Ende wirklich bauen dürfen auch. Ja? Weil dahinter, wenn man die Stoßstangen abmacht, sind Bremsgüllung, Luftgüllung und, Sensoren, PDCs und. Ja? Also da gibt es wirklich ganz viele Teile, die wir beachten müssen. Also das ist nicht einfach nur so Stoßstange bauen, fertig, sondern auch hier die PDCs, die Stellen dürfen wir nicht großartig verändern, weil das sind nicht nur einfach PDC, da sind auch 1000 andere Sensoren in dem einen Sensor. Deswegen am besten alles original lassen, wie es ist, an den Stellen, wo die auch vorher waren. Ich finde das aber schon sehr, sehr sexy. Ich habe ein Bild im Internet entdeckt, und zwar hier unten in dem Gitter, quasi unter dem BMW-Nieren, hier, ist ein Sensor. Ob der wirklich so kommt oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Wir lassen uns überraschen, wie das Auto wirklich tatsächlich am Ende hier aussehen wird. So sieht's aus. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Rund Nummer 2. Achtung, so oder so. Oder so. Ich finde die etwas schöner. Ist sehr anders, finde ich. Ist nicht so typisch BMW. Ja. Die ist schon eher typisch BMW. Die ist so ein bisschen... Oh, das war ich zu weit. Die ist schon eher so filigran, so ein bisschen, ich finde es geil. Ein bisschen finde ich geil. Macht auf aber Fall. Auch das Auto vorne, finde ich, so ein bisschen so Schnauze runter. Das hier? Nee, das andere. Ja. Ne, so ein bisschen. Mhm. Aber ich finde es schon cool. Richtig ja, cool. Ist gut. Das ist, haben wir hier sehr viel von BMW übernommen, ja. Muss ich mal ehrlich sagen. Also BMW baut schon geile Sachen. Nummer 3, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Anders. Hm? Ich sag's nur wieder anders. Finde ich nicht schlecht. Mein Favorit wäre diese. Oder diese. Mhm. Ne? Das sind so. Wo ist der Unterschied jetzt? Das muss man selber mal gucken. Zwischen diese und diese. Diese. Ah ja. Guck mal, mit Spoilerlippe. Oder ohne. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die entscheiden. Guck mal, so, mir fehlt da was unten. Mir persönlich jetzt. Ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht, kannst du sehen von der Seite? Ja. Das wäre mein Favorit. Oder die Nummer 1. Also das, guck mal, wie sich das alles verändert, wenn nur, in Anführungsstrichen nur, wie die kleinen Lufteinlässe ändern, ja, oder ganz weglassen. Ja. Also unter der Version 1 gibt es noch Version 3, 3 weitere Versionen. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht schlecht. Aber ich halte mich lieber da komplett raus. Ich warte erstmal, was ihr schreibt. Also ich habe schon meinen Favoriten. Nur ich halte mich da lieber raus. Dann die Stoßstange. Ja. In das, die Stoßstange Nummer 3, also diese. Ja, in Grau. Schön aus, auch in dem Grau. Voll. Aber ich möchte gelb. Ich hoffe, der Schnee bleibt noch ein paar Wochen, bis mein Auto kommt. Das wird Bombe aussehen hier auf dem Schnee, ne? Ja, ja, hier gibt es die nochmal im Rot. Ne? Auch nicht schlecht, das Auto. Ich denke, so ein Auto muss immer eine Signalfarbe haben. Und das ist in meinen Augen gelb, giftgrün, babyblau. Also wirklich so schöne bunte Farben, dass die Sportlichkeit unterstrichen wird. Die meisten bestellen sich das Auto in Schwarz. Ich finde, das Auto gehört zu den wenigen, normalerweise kaufe ich auch Schwarz, aber zu den wenigen, die ich in bunt kaufen würde. In Schwarz zum Beispiel. Da verliert sich vieles. Also wie gesagt, wir können da so Kleinigkeiten ändern und. Also, ja, man guckt, das ist Original One. Also, letztes Wort. Ja, das ist die Nummer 1, die Stoßstange.
Und von der 1 gibt es die Version 1, die Version 2 und die Version 3. Jetzt kommt die Stoßstange Nummer 2, das ist diese. Und die Stoßstange Nummer 3, das ist diese. Aber mit Spoilerschwert. Ihr dürft mitentscheiden. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und das nächste Video zum M4 heißt dann, wir scannen unseren M4. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr könnt es teilen, liken, kommentieren, alles machen, was ihr wollt.